Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zum Ghost Recon Breakpoint Murmur-Drohnen-Tutorial. Die Murmur-Drohne ist so ziemlich die gefährlichste Drohnenart in Ghost Recon Breakpoint. Können aber, wenn man weiß wie, ausgeschaltet werden, bevor sie überhaupt gefährlich werden. Erstmal fangen wir mit den Basics an. Und zwar das erste, wo ist die Waffe? Okay. Das erste wäre die Klassenauswahl, und zwar ist die Panther-Klasse von Vorteil wegen dem Drohnen-Tarnspray. Dann der einzige Perk, der wichtig ist, ist der Donnerkrollen-Perk für das Scharfschützengewehr. Und dann natürlich ein Scharfschützengewehr mit möglichst hohem Damage-Output. Als Backup-Items empfehle ich EMP-Granaten und C4-Ladungen in der möglichst größten Art. Und ja, dann legen wir los. Erstmal einsprayen mit dem Drohnen-Tarnspray und dann begeben wir uns in Position, wo wir die Drohnen am besten bei allen Patrouillenpunkten gut sehen können. Jetzt warten wir mal ab, wie weit sie hier hinfliegen. Ich lege mich mal hier in den Busch. Am besten genau in den Busch legen und nicht wieder rauskrabbeln. Die Drohnen sind jetzt da. Können wir hier nicht so gut sehen, aber da drüben können wir sie gut sehen. Ein Punkt reicht im Grunde auch aus. Beide sind besser, aber so ist das halt. So, dann legen wir uns in den Busch, machen Tarnung in Bauchlage, packen die Sniper aus, beziehungsweise erst die Sniper auspacken ohne Schalldämpfer. Ja, toll, haben wir gerade einen Baum im Gesicht. Aber egal, so, die kommen ja wieder zurück. Snacken wir so einen nach der anderen weg. So, die vierte Drohne haben wir nicht gekriegt. Die kommt jetzt auf uns zu. Wir legen hier ein bisschen C4 hin und begeben uns in sichere Distanz. Setzen uns in den Busch und warten. Wenn die Drohne euch nicht entdeckt hat, also nicht wirklich entdeckt hat, das würdet ihr merken, weil sie dann auf euch schießen würde, sondern die geht jetzt zu untersuchen. Wo sind wir jetzt? Wir sind hier. Ah, die ist zu hoch, glaube ich. So, jetzt kommt sie. Zündet euer C4. Bam. Und das war's. Und jetzt kommen die Ghosts, die Wolves. Was machen die denn hier? Bestätigung. Brauchst gar nichts. Und noch Sentinels, ja genau. Die Gefahr ist natürlich immer, wenn man ohne Schalldämpfer in der Welt rumschießt, dann spawnen die halt. Aber ja, was ich sagen wollte, wenn jetzt noch mehr als eine Drohne übrig gewesen wäre, dann wären die anderen Drohnen auch, genauso wie diese eine Drohne, jetzt zu eurer alten Position geflogen, um nachzusehen, wo ihr seid. Und in der Regel löst C4 dieses Problem komplett. Wenn nicht, könnt ihr nochmal eine große EMP-Granate hinwerfen. Die bleibt ein bisschen. Die erzeugte hier so ein EMP-Feld und das bleibt eine Weile. Wie ihr seht, wir warten mal kurz, bis es weg ist. Da seht ihr, also auf jeden Fall, die fliegen dann da rein, in der Regel. Wenn nicht, neu positionieren, ausweichen, beziehungsweise ausweichen, neu positionieren, so rum, und nochmal versuchen. Oder warten halt, bis die Drohnen sich beruhigt haben und nochmal drauf snipen. Ihr könnt natürlich auch, wenn es nur noch eine ist, mit einer automatischen Waffe draufschießen. Geht oft auch gut, aber wenn die so rumtanzen, ist es oft schwer, die zu treffen. Vor allem auf Schwierigkeitsgrad extrem seid ihr sowieso mit ein paar Schuss tot. Wen willst du erschießen?
Sentinels. Na gut, dann hoffe ich, ich konnte euch mit diesem Tutorial ein bisschen helfen. Moment. Was war das denn? Gut, dann hoffe ich, ich konnte euch mit diesem Tutorial wieder mal ein bisschen helfen. Und ja. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Bis zum nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.